Erwerbsminderungsrente abgelehnt, habe ich Anspruch auf ALG 1, obwohl ich arbeitsunfähig bin. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir haben eine interessante Anfrage jetzt wieder reinbekommen zum Thema Erwerbsminderungsrente. Also der Kunde teilte uns mit, dass er schwer erkrankt ist, dass er Mund-Rachen-Krebs hat. Er wollte eine Reha machen lassen oder er wollte eine Reha durchführen, die musste er nach kurzer Zeit abbrechen, denn es gab keine geeigneten Mahlzeiten für ihn während der Reha. Da hat er schwere Depressionen wegen den Abbruch bekommen. Er hat Ende Januar 2020 einen Antrag auf eine Erwerbsminderungsrente gestellt und die wurde jetzt Mitte Mai 2020 abgelehnt. Sein Krankengeld läuft wohl noch bis Mitte August diesen Jahres. Er hat jetzt Befürchtungen nach dem Ablauf des Krankengeldes, dass er da kein Arbeitslosengeld 1 bekommt, weil sein Rentenantrag abgelehnt wurde. Das ist ganz wichtig. So, bekomme ich wirklich kein Arbeitslosengeld 1 mehr? So die Frage. Nein, so einfach ist es nicht. Das Arbeitslosengeld 1 bekommt man an sich nur dann, wenn man der Vermittlung für den allgemeinen Arbeitsmarkt zur Verfügung steht. Die Arbeitsunfähigkeit steht ja der Vermittlung, also wenn man krankgeschrieben ist, und nicht, steht ja der Vermittlung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eigentlich entgegen. Und deshalb würde man das normale Arbeitslosengeld 1 nach § 138 SGB III gar nicht bekommen. Von dieser restriktiven Auslegung gibt es natürlich Ausnahmen. Und zwar bei sogenannten bestehenden Restleistungsvermögen oder im Fall der sogenannten Nahtlosigkeit. Und ich habe unserem Mandanten erstmal klipp und klar gesagt, Sie beantragen bitte Arbeitslosengeld 1 und zwar entweder als normales Arbeitslosengeld und parallel natürlich nach der sogenannten Nahtlosigkeit. Im Rahmen der Nahtlosigkeit wird nach der Leistung des Krankengeldes festgestellt, ob Sie überhaupt noch ein entsprechendes Leistungsvermögen für den allgemeinen Arbeitsmarkt haben. Also übersetzt nichts anderes, wenn Sie für eine Dauer von 6 Monaten ein Leistungsvermögen unter 15 Wochenstunden haben, steht ja fest, dass Sie voll erwerbsgemindert sind. Aber solange die deutsche Rentenversicherung darüber noch keine eigenen Feststellungen getroffen hat, muss die Bundesagentur für Arbeit hier mit einem entsprechenden Gutachten erstmal diese Rechtssituation darlegen und für Sie auch klären. Erst dann steht ja fest, ob Sie hier Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 nach der sogenannten Nahtlosigkeit haben. Und wichtig ist, dass die DAV noch nicht verbindlich über diesen Vorgang entschieden hat. Und in unserem Fall war es ja so, wurde die EM-Rente ja schon abgelehnt im Mai diesen Jahres. Das heißt also, hier hat die deutsche Rentenversicherung den Rentenantrag schlichtweg abgelehnt. Deshalb auch kein Fall der Nahtlosigkeit. Aber so einfach ist es auch nicht. Es gibt verschiedene Urteile von Sozialgerichten, die klipp und klar sagen, wenn die deutsche Rentenversicherung eine Erwerbsminderungsrente abgelehnt hat, also einen Antrag, und deshalb feststeht, dass die Nahtlosigkeitszahlung hier nicht greifen würde, muss die Bundesagentur für Arbeit, bevor sie selber diesen Leistungsanspruch ablehnt, hier durch eigene medizinische Sachaufklärung prüfen, ob nicht dennoch ein Fall der sogenannten Nahtlosigkeit vorliegt. Deshalb unser Rat, in solchen Fällen trotzdem Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 stellen. Wenn kein Fall der Nahtlosigkeit vorliegt, dann haben Sie ja trotzdem normal Anspruch auf Arbeitslosengeld mit dem sogenannten Restleistungsvermögen. Das Restleistungsvermögen wird ja festgestellt in dem Gutachten der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Nahtlosigkeitsprüfung. Und das heißt ja nichts anderes, als dass Sie dem Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit sagen, ja, ich stelle mich mit meinem Restleistungsvermögen der Vermittlung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zur Verfügung. Und deshalb ist hier zwingend aufzupassen, stellen Sie bitte 2 Anträge auf Arbeitslosengeld und lassen Sie sich vor allem gut aufklären durch die Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit. Und mein Tipp aus der Praxis, gehen Sie bitte niemals alleine zu solchen Beratungsgesprächen bei der Bundesagentur für Arbeit hin. Nehmen Sie sich da bitte jemanden mit, der Sie dort auch unterstützen kann.
Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.